Wenn du bei Nestle einkaufst, weißt du dann, wohin dein Geld wirklich fließt? Der multinationale Lebensmittelkonzern behauptet, ethisch korrekt und aufrichtig zu sein. Aber er will nicht, dass du die dunklen Geheimnisse hinter seinem Geschäft kennst. Vorwürfe der Sklaverei, des Diebstahls und der Zerstörung lokaler Gemeinschaften werden vertuscht oder geleugnet. Und das Unternehmen gibt Milliarden von Dollar aus, um dich im Dunkeln zu lassen. Die dunkle Seite von Nestle wird nun endlich aufgedeckt. Und die Dinge, die sie getan haben, werden dich erschrecken. Die Geschichte von Nestle begann im Jahr 1867 mit einem verrückten Wissenschaftler mitten in der Schweiz. Henri Nestlé war Chemiker und Konditor und entwickelte einen Großteil seines Lebens Dinge wie Düngemittel, Lampenbrennstoff und Mineralwasser. Als Henri Nestlé die hohe Sterblichkeitsrate von Säuglingen in seiner Gemeinde und die vielen Frauen sah, die Mühe hatten, ihre Kinder zu stillen, hatte er eine revolutionäre Idee. Wie wäre es, wenn ein Baby anstelle von Muttermilch eine alternative Säuglingsnahrung aus der Dose trinken könnte? Henri begann sofort mit der Arbeit an seiner synthetischen Muttermilch und innerhalb eines Jahres hatte er seine Babynahrung perfektioniert. Henri Nestlés Milchmehl wurde in ganz Europa populär und zog schnell die Aufmerksamkeit anderer Geschäftsleute, Unternehmen und Konkurrenten auf sich. Während Henri Nestlé an seiner Babynahrung tüftelte, arbeitete ein anderer Schweizer Geschäftsmann und Konditor an einem anderen Nahrungsmittelproblem. Daniel Peter war ein professioneller Schokolatier, aber er wollte ein Produkt, das alle seine Konkurrenten in den Schatten stellt. Viele Jahre lang hatte er an einem Rezept für Milchschokolade gearbeitet, aber jedes Mal war das fertige Ergebnis schimmelig und ungenießbar. Als Daniel von Henris unglaublicher Babynahrung hörte, bat er ihn um Hilfe bei der Entwicklung der perfekten Milchschokolade. Die beiden taten sich zusammen und nach 7 Jahren Arbeit hatten sie das perfekte Verfahren für Milchschokolade entwickelt. Nestlé hatte nun Kondensmilch, Babynahrung und Milchschokolade in seiner Produktpalette. Das Unternehmen war auf dem besten Weg zu großem Erfolg. Doch innerhalb von nur 3 Jahren sah es sich den beiden größten Bedrohungen für sein Wachstum gegenüber. 1865 zog sich Henri aus seinem Unternehmen zurück und übergab die Leitung an mehrere Geschäftspartner. Ohne ihren Gründer und Leiter musste Nestle neue Chemiker und Arbeiter einstellen, um das Wachstum der Vergangenheit aufrechtzuerhalten. In der Schweiz war jedoch ein neuer Konkurrent aufgetaucht, der Nestle komplett aus dem Geschäft mit Babynahrung verdrängen wollte. Die Anglo-Swiss Condensed Milk Company wurde 1866 gegründet und nahm 1877 Babynahrung in ihre Produktpalette auf. Damit wurden Anglo-Swiss und Nestle zu direkten Konkurrenten. Und die beiden Unternehmen begannen einen erbitterten Krieg um die Kontrolle des Babynahrungsmarktes. 1879 fusionierte Nestle mit dem Unternehmen von Daniel Peter und dieser Zusammenschluss veränderte alles für sie. Mit dem Ausscheiden von Henri fehlte ein innovativer Anführer. Doch Daniels geschäftliches Geschick und seine Verbindungen verschafften Nestle einen entscheidenden Vorteil gegenüber Anglo-Swiss. In den frühen 1900er Jahren hatte Nestle den Krieg mit Anglo-Swiss gewonnen, indem es sich verzweigte und mit lokalen Geschäftsleuten wie den Familien Köhler und Cayet Geschäfte machte. 1905 fusionierten Nestle und Anglo-Swiss schließlich zu dem Unternehmen, das wir heute als das moderne Nestle kennen. Seitdem ist Nestle durch den Verkauf von Kondensmilch, Babynahrung und vielen anderen Molkereiprodukten auf der ganzen Welt weitergewachsen. Während des Ersten Weltkriegs machte Nestle große Gewinne durch Regierungsaufträge. Da Kondensmilch transportiert werden konnte, ohne zu verderben, wurde sie ein wichtiger Bestandteil der Militärrationen. Dadurch konnte das Unternehmen noch weiter wachsen und schloss Verträge mit den USA, Europa, Australien und vielen anderen Märkten ab, um Raffinerien zu bauen und die Versorgung mit Nestle-Produkten zu verbessern. Nestle schien an der Spitze der Welt zu stehen, aber in den 1920er Jahren wurde der Erfolg wieder zunichte gemacht. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ging die Nachfrage nach Kondensmilch und anderen Nestle-Produkten deutlich zurück. Das bedeutete, dass das Unternehmen nicht mehr so viele Gewinne einfahren konnte wie früher und infolgedessen verlor Nestle beträchtliche Summen.
Nestlé stellte Louis Dattler als Krisenmanager ein, um das Ausbluten zu stoppen. Und er reorganisierte das Unternehmen von Nestlé von Grund auf. Dank Louis Dattler stellte Nestlé Fachleute für die Leitung der Fabriken und Raffinerien ein, zentralisierte die Geschäftsverwaltung und legte die gesamte Forschung in einem Labor in der Schweiz zusammen. Vor allem aber erwarb Nestlé Peter Cayer Kohler, das größte Schokoladenunternehmen in der ganzen Schweiz. Durch die Ausweitung des Schokoladengeschäfts konnte Nestlé seine Gewinne sogar während der brutalen Rezession Ende der 1920er Jahre steigern. In den 1930er Jahren hatte Nestlé seine Produktpalette sogar um Vitaminpräparate mit Nestrovit und Instant-Kaffee mit Nescafé erweitert. Alles änderte sich für Nestlé, als der Zweite Weltkrieg ausbrach. Und die Reaktion darauf sollte das wachsende Nahrungsmittelkonglomerat entweder zum Erfolg führen oder zerstören. Während der Zweite Weltkrieg in Europa tobte, versuchte Nestlé sein Bestes, um sich aus den Kämpfen herauszuhalten. Als Unternehmen mit Sitz in der Schweiz, die ein neutrales Land war, verkaufte Nestlé Produkte sowohl an die Alliierten als auch an die Achsenmächte. Nestlé-Marken wurden bei den US-Streitkräften sehr beliebt, vor allem Nescafé. Und das Unternehmen richtete sogar ein Ausweichquartier in den Vereinigten Staaten ein, falls es zum Schlimmsten kommen sollte. Als die alliierten Streitkräfte aus dem Zweiten Weltkrieg als Sieger hervorgingen, ging Nestlé mit ihnen aus dem Krieg hervor. Das Unternehmen hatte den Sturm überstanden und war nun auf dem Weg zu einer weiteren Welle kometenhaften Wachstums. In der Nachkriegszeit vergrößerte sich Nestlé explosionsartig und brachte eine Welle neuer Produkte auf den Markt. Mit Nestea stieg Nestlé 1948 in den Teemarkt ein und brachte 1954 Cerelac Instant-Cerealien und Fondor Instant-Gewürze auf den Markt. 1957 brachte Nestlé sogar eine Reihe von Ravioli-Produkten in Dosen auf den Markt. In den 1960er und 70er Jahren hatte Nestlé Dutzende von Unternehmen wie Maggi, Cross & Blackwell, Findus, Stouffer's und Libby's übernommen. Das Unternehmen kaufte auch Frisco und Jopa, zwei Speiseeisfirmen, um von den neuesten Kühl- und Gefriertechnologien zu profitieren. Ende der 1970er Jahre verkaufte Nestlé Tiefkühlkost, Instant-Kaffee, Schokolade und die berühmte Babynahrung. Während das Unternehmen florierte, bemerkten einige Leute, dass mit der Babynahrung seltsame Dinge passierten. Diese Leute wussten es damals noch nicht, aber sie waren auf das dunkelste Geheimnis von Nestlé gestoßen. Und das Unternehmen würde alles tun, um zu verhindern, dass sie es dem Rest der Welt verraten. In den 1970er Jahren fielen einigen Menschen seltsame Veränderungen in den Entwicklungsländern der Welt auf. In vielen dieser Länder ging die Zahl der gestillten Kinder rapide zurück, sodass die Kleinen nicht mehr alle Nährstoffe bekamen, die sie brauchten. In allen Ländern, in denen dieses Problem auftrat, gab es einen gemeinsamen Nenner. Jedes Land, in dem die Stillraten sanken, war in letzter Zeit Gegenstand der aggressiven Werbung und Produktexpansion von Nestlé. Eine Organisation namens Infant Formula Action Coalition, kurz INFACT, wurde gegründet, um diese Entwicklungen zu untersuchen und darauf zu reagieren. Was sie herausfand, war erschreckend und führte zu einer weltweiten Gegenreaktion gegen Nestlé. Laut INFACT hatte Nestlé in vielen Entwicklungsländern auf der ganzen Welt aggressive Marketingtaktiken angewandt. In einigen Nestlé-Werbungen wurde fälschlicherweise behauptet, die Babynahrung sei sicherer als Muttermilch. Und Frauen wurden ermutigt, Babynahrung zu kaufen, anstatt zu stillen. INFACT behauptete auch, dass Nestlé ungebildete Gemeinden mit kostenlosen Produktverteilungen ausnutzen würde. Sie verschenkten einen oder zwei Wochenvorräte an Säuglingsnahrung, was viele Mütter dazu veranlasste, das Stillen für die gleiche Zeitspanne einzustellen. Wenn die Säuglingsanfangsnahrung aufgebraucht war, konnten die Mütter nicht mehr stillen und waren gezwungen, mehr Säuglingsanfangsnahrung zu kaufen. Während Nestlé argumentierte, dass ihre Säuglingsnahrung genauso wirksam und gesund sei wie Muttermilch, waren viele Experten und Wissenschaftler anderer Meinung. Die von Nestlé verwendete Milchnahrung musste mit Wasser gemischt werden und in vielen armen Ländern war das Wasser oft verunreinigt.
Es bedeutete, dass Gemeinden, die von Babynahrung abhängig wurden, ihre Kinder gefährlichen Bakterien oder Viren aussetzen konnten. Einige WissenschaftlerInnen wiesen auch darauf hin, dass die Muttermilch dem Baby Antikörper und Nährstoffe liefert, die die Säuglingsnahrung nicht nachbilden kann. Mütter, die gestillt haben, und solche, die nicht gestillt haben, wiesen deutliche Unterschiede in Bezug auf die Kindersterblichkeit, Infektionen, die Entwicklung des Babys und sogar die Fruchtbarkeit auf. Nestles Handeln schadete vielen Entwicklungsländern und die Geschichte wurde 1974 durch eine Broschüre mit dem Titel »Der Babykiller« bekannt. Dieses Buch schlug weltweit ein wie eine Bombe und führte zur Gründung einer internationalen Organisation, die gegen Nestle vorgehen sollte. Während die aggressive Expansion von Nestle in viele Entwicklungsländer dem Unternehmen ein Vermögen eingebracht hatte, machte Infact seine Erkenntnisse öffentlich und löste eine weltweite Gegenreaktion gegen Nestle aus. Im Jahr 1977 organisierten sie sogar einen weltweiten Boykott von Nestle-Produkten, an dem sich Aktivistengruppen, mehrere christliche Konfessionen und mehrere Medienpersönlichkeiten beteiligten. Der Boykott wurde so heftig, dass der US-Senat 1978 eine Anhörung zu den Marketingtaktiken von Nestle durchführte und damit drohte, gegen das Unternehmen vorzugehen. Nestle musste schnell reagieren, sonst wäre die weltweite Organisation durch den öffentlichen Aufschrei zerrüttet worden. Nestle reagierte auf die Anschuldigungen, indem es sich mit den Organisationen WHO und UNICEF traf, um ein weltweites Angebot für sicherere Babynahrung vorzuschlagen. Dies führte 1981 zu einer Sitzung der Weltgesundheitsversammlung, auf der die falsche Werbung und die Werbetaktiken von Nestle für Babynahrung künftig verboten wurden. Nestle traf sich 1984 mit den Organisatoren des Boykotts und erklärte sich bereit, eine eigene, unabhängige Behörde mit dem Namen Nestle Infant Formula Commission zu gründen, die sich an die von der WHA aufgestellten Richtlinien halten sollte. Nach diesem Treffen war der Boykott offiziell beendet und Nestle schien aus dem Schneider zu sein. Nicht lange danach kam es jedoch zu einer weiteren massiven Kontroverse. Und alles begann mit der Änderung eines einzigen Wortes. Im Jahr 2000 wurde Nestle zum zweiten Weltwasserforum eingeladen. Das Forum sollte das Recht auf Trinkwasser für alle Menschen verkünden. Aber Nestle schloss sich vielen anderen Unternehmen an und setzte sich dafür ein, dass das Forum eine ganz andere Botschaft aussendet. Nestle überzeugte den Weltwasserrat davon, seine offizielle Erklärung dahingehend zu ändern, dass der Zugang zu Trinkwasser ein Bedürfnis und nicht ein Recht sei. Für Nestle war dies eine Selbstverständlichkeit, denn das Unternehmen war für seine extrem aggressiven und sogar räuberischen Geschäftspraktiken bekannt, wenn es um Wasserrechte ging. Nestle geriet 2008 in Schwierigkeiten, als sie versuchten, Werbung zu schalten, in der sie behaupteten, ihr abgefülltes Wasser sei gesund und eine umweltfreundliche Wahl. In einer Anzeige hieß es sogar: Unser abgefülltes Wasser ist das umweltfreundlichste Verbraucherprodukt der Welt. Viele Umweltgruppen waren empört darüber, dass Nestle behauptete, in Plastikflaschen abgefülltes Wasser sei besser für die Umwelt, zumal ein Bericht im selben Jahr behauptete, dass die meisten Nestle-Flaschen auf Mülldeponien landeten. Nestle verteidigte die Werbung, aber von da an wurde es nur noch schlimmer für das öffentliche Image des Unternehmens. Nestle sah sich wegen eines Vorfalls mit einem Indianerstamm in Kalifornien noch mehr Gegenwind ausgesetzt, als dem Unternehmen vorgeworfen wurde, die örtliche Gemeinschaft ihres Ökosystems zu berauben. Nestle hatte viele Brunnen gebaut, um Wasser für seine Flaschenwasserprodukte zu pumpen. Und einer dieser Brunnen befand sich auf dem Gebiet des Morongo-Stammes in San Bernardino. Während Nestle behauptete, dass der Brunnen Arbeitsplätze in der Region schaffe und die Wirtschaft fördere, gaben viele Sprecher des Stammes zu bedenken, dass das lokale Ökosystem seit der Ankunft von Nestle von Dürren heimgesucht wurde. Peter Gleick, ein Experte für Süßwasserfragen, sagte: Jede Gallone Wasser, die einem natürlichen Ökosystem für die Abfüllung entnommen wird, ist eine Gallone, die nicht flussabwärts fließt und den Rest des Ökosystems nicht unterstützt. Nestle wies die Vorwürfe zurück, aber der öffentliche Widerstand gegen das Unternehmen wuchs weiter an.
Als sich die Nachricht von Nestles räuberischer Wasserentnahme verbreitete, beschlossen viele Gemeinden mit Brunnen, sich gegen das Unternehmen zu wehren. Im Jahr 2016 stimmten die Einwohner von Hood County, Oregon, dem Standort einer Wassergewinnungsanlage, für ein Verbot großer Abfüllbetriebe in ihrem Bezirk. Auch gegen eine Anlage von Osceola County, Michigan, gab es massiven Widerstand. Mehr als 50 AnwohnerInnen sprachen sich gegen eine Wassergewinnungsanlage in der Nähe ihrer Häuser aus. Im April 2021 wurde die ursprüngliche Quelle in San Bernardino von der kalifornischen Behörde für Wasserressourcen, California Water Resources Board, gestoppt, nachdem es im Internet zu heftigen Protesten gekommen war. Nestle stieß mit seinem Krieg gegen das Wasser immer wieder auf Widerstand in der Öffentlichkeit. Aber viele waren dabei, das größte und böseste Geheimnis des Unternehmens zu erfahren. Während Nestle mit dem Vorwurf des Raubmarketings und der Umweltzerstörung konfrontiert wurde, gab es noch ein dunkleres Geheimnis hinter den unglaublichen Gewinnen des Unternehmens. Die schnelle Expansion von Nestle in Entwicklungsländer bedeutete, dass das Unternehmen Zugang zu ungebildeten und verarmten Arbeitskräften hatte, die oft zu jung waren, um legal zu arbeiten. Für viele Kinder in armen Ländern bestand die einzige Chance, sich zu ernähren, darin, auf Plantagen zu arbeiten, die Kakao, Kaffee oder andere lukrative Produkte herstellen. Diese Kinder bekamen weit weniger als einen fairen Lohn. Und manche wurden überhaupt nicht bezahlt. Sklaverei, Grausamkeit und unethische Lebensbedingungen waren in vielen dieser Entwicklungsländer an der Tagesordnung. Und Nestle profitierte direkt davon. Im Jahr 2005 reichte der International Labor Rights Fund im Namen von drei Kinderarbeitern in Mali eine Klage gegen Nestle ein. In der Klage wurde behauptet, die drei Kinder seien entführt und an die Elfenbeinküste geschickt worden, wo sie auf einer Kakaoplantage als Sklaven arbeiten mussten. In der Klage wurde auch berichtet, dass die Kinder geschlagen und grausam misshandelt wurden, was Nestle nicht zur Kenntnis nahm. Der Fall sah sehr schlecht für Nestle aus. Aber die US-Gerichte erklärten, dass Nestle in den Staaten nicht für Verstöße gegen internationale Gesetze haftbar gemacht werden kann. Vor Gericht kam Nestle ungeschoren davon. Aber in der öffentlichen Meinung sollte es noch schlimmer kommen. Im Jahr 2010 sorgte eine bahnbrechende Dokumentation für einen massiven öffentlichen Aufschrei gegen Nestle und machte erneut auf die Sklaverei in den Kakaoplantagen aufmerksam. Der Dokumentarfilm trug den Titel »Die dunkle Seite der Schokolade« und erwähnte, dass die ArbeiterInnen auf den Kakaoplantagen oft jünger als 15 Jahre alt waren. Nestle wurde auch dafür kritisiert, dass es die Kinderarbeit auf den Plantagen, von denen es kauft, nicht genau überprüft und kaum oder gar nicht gegen Gruppen vorgeht, die Kinderarbeit einsetzen. Eine Studie aus dem Jahr 2016 machte das Ausmaß des Problems noch deutlicher und zeigte, dass viele dieser Plantagenarbeiter weniger als einen Dollar pro Tag verdienten. Mit so geringen Löhnen fielen viele Arbeiterinnen und Arbeiter weit unter die Armutsgrenze. Und Nestle wurde dafür verantwortlich gemacht, von diesen entsetzlichen Bedingungen zu profitieren. Nestle reagierte auf die Klagen und den öffentlichen Aufschrei, indem es 2019 eine Erklärung herausgab, in der es erklärte, dass es nur die Hälfte seiner Einkäufe zu den Plantagen zurückverfolgen könne. Viele waren mit dieser Antwort jedoch nicht zufrieden und wiesen darauf hin, dass sich das Unternehmen bereits Anfang der 2000er Jahre verpflichtet hatte, Kinderarbeit und Sklaverei innerhalb von 4 Jahren abzuschaffen. Nestle hat versucht, seinen Ruf zu verbessern und hat sogar 150 Millionen Dollar zugesagt, um das Problem der Kinderarbeit auf den Kakaoplantagen zu lösen. Doch nachdem Nestle eine weitere Frist zur Abschaffung der Kinderarbeit im Kakaoanbau im Jahr 2020 verpasst hat, zweifeln viele daran, dass das Unternehmen seine Arbeit wieder in Ordnung bringen kann. Auf jeden Fall ist Nestle nach wie vor das größte Lebensmittelunternehmen der Welt, das in fast allen Ländern vertreten ist. Das Unternehmen verzeichnete 2022 Rekordgewinne. Aber die Frage ist immer noch dieselbe. Ändert sich Nestle wirklich zum Besseren? Und wenn nicht, welches dunkle Geheimnis wird als nächstes gelüftet?
Willst du noch mehr interessante Unternehmensgeschichten hören? Schau dir unser Video über Starbucks an und erfahre, wie Howard Schultz zum König des Cafés wurde und den Krieg gegen McDonald's gewann. Oder wenn du wissen willst, wie Jack Ma in einer einzigen Rede Milliarden von Dollar verloren hat, klicke auf unser Video über Alibaba auf der rechten Seite. Danke, dass du vorbeigeschaut hast und einen schönen Tag.